kurz bis zu Taylor stellen. Vielleicht gibt es den ungeheimen Eingang. So. Immer wieder bis runter. No, das ist hier. Von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herzgott nochmal. Hey, die Abriegelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Nein. Jetzt habe ich ein Buch. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen.
Warte. Die Kanne Respektlosigkeit! Meine. So, feige. So. Hast du die rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mir der Kompass rüber. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in dein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen. Gibt es an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Gehalt, das ist super. Noch eine Abmachung oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommen, schiebt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. Seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Maggie. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Kann sein. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich 100%ig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Nice. So, bei der Weg ist nicht. Der Uhr. Oh. Ach, ja. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Okay. So, gehen wir mal dorthin. Oh, wie verzieht.
immer so den einen Ufer. Dann kommen wieder zurück. Okay. Oh. So. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm.